Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr das Video guckt. Herzlich willkommen hier zurück zu Landwirtschaftssimulator 2011 hier bei Player Freak 17. Dies ist Part Nummer 2. Ich begrüße euch, lieber YouTube-User und YouTube-Zuschauer. Wir hatten eine Karriere gestartet. Hatten gerade ein Feld gegrubbert und ja, was soll ich groß dazu sagen? Jetzt sind wir mal so gnädig und pflanzen das Feld an. Ja, erst schenke ich mir was zu süffeln ein. Prost! Lässt sich doch gleich besser spielen. Ach ja. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich mein Lenkrad anschließe. Gut, hat Zeit. Muss jetzt nicht sein. So, willkommen hier zurück in dieser kleinen bescheidenen Welt. Mein Name ist Rüdiger. Das ist meine Bude. Und wir fangen mal an. Ich laufe zu meinem Traktor. Ach ja, was ich vergessen hatte. Auf der Großschreibtaste mit Pfeil nach oben, also die kleinere, drauf bleiben und W drücken, da können wir rennen. Die Pfeiltasten können wir hier uns nochmal so bewegen. Das mache ich aber alles mit der Maus, also von daher brauche ich das nicht. So, rein. C können wir diese Ansicht hier benutzen. Das ist schon nice gemacht, ey. Hauen wir mal den Rückwärtsgang rein. Und es ist bewundernd, dass man sich hier um 180 Grad drehen kann. In einem richtigen Leben wären wir da schon tot. So, haben wir noch einen Rückwärtsgang rein. Wir haben zur Auswahl Weizen. Ups, falsche Taste. Ach ja, und weil ich das jetzt gerade sehe, können wir auftanken, Saat oder Mähdrescher, Traktoren etc. Wo können wir einstellen, was für Saatgut wir haben möchten? Das ist Weizen. Das ist Mais, Gerste, Raps, Blumenscheiß und das war's. Fahren wir mal da runter. Wunderschönes Wetter heute wieder. So, tanken wir mal auf. Ups. Ist natürlich einsteigen. Hätte ich natürlich auch noch vergessen. Och Mann! Immer diese verfickte Scheiß-Taste, ja. Ich schmeißel die aus der Tastatur raus. Hier können wir huben auf der Null. So, geben wir mal den Beat. B können wir natürlich bei anderen Saatmaschinen oder so dann einschalten drücken und dann ausschalten, je nachdem. Ich bleibe jetzt ganz einfach bei Weizen. Ja. Ich pflanze jetzt einfach mal ein paar Felder an und wir wollen hoffen, dass das dann gut wächst und gedeiht und ach, keine Ahnung. Ja Leute, ich hab Langeweile. Sorry. Kia macht Werbung. Das ist eindeutig Kia. Hier guckt. Schleichwerbung.
So wird da richtig gefahren, ne? Quer, kreuz und quer, wie ein Sonntagsfahrer. Das gibt den Beat. So, darum. Ah, das muss ich noch ein bisschen üben. Hab ich schon lange nicht mehr mit den kleinen Dingern hier gemacht. Zum Thema Helfer. Wenn wir selber anpflanzen, müssen wir das natürlich unser Saatgut bezahlen. Das wird natürlich dann auch, wie man sieht, dann dementsprechend auch weniger. Lässt man das einen Helfer machen, kann man das die Saatmaschine auch leer lassen. Warum? Weiß ich auch nicht ganz genau. Ich meine, man muss den Helfer bezahlen, das wäre dann unfair, wenn man dann auch ausgerechnet noch das Saatgut bezahlen müsste. Auf den Helfer ist aber nicht immer Verlass, dass er seine Arbeit richtig macht. Ach, dann diese englischen Korrigiererei. Scheiß Deutsch. Fahren Sie nicht zu schnell. Naja, morgen fahren wir Roller. Kauf den Kuchen, back den Eis. Fahr Luftroller. Ach Mann. Was sagt ihr eigentlich zu meinen Videos? Dass sie in HD in YouTube drin sind. Sagt mal eure ehrliche Meinung dazu, wie ihr das findet, ob ihr die Bildqualität in Ordnung findet oder ob es irgendwie komisch aussieht, ob ich da irgendwas ändern soll, sagt mir ganz einfach. Anderen wäre ich jetzt schon längst fertig bei dem kleinen Feld hier. Ich mache es mit Absicht ganz einfach das Feld, weil ich jetzt keinen Bock habe, hier dann irgendwo hinzubrettern mit dem langsamen Traktor hier. Nächsten Part oder so werde ich dann da drüben die Felder anpflanzen. So, damit erstmal ein bisschen Geld reinkommt, damit um uns einen neuen Traktor zu holen. Da ich festgestellt habe, dass die Preise bei normal und schwer dementsprechend höher werden. Also für was Beschaffung angeht. Beschaffung zum Beispiel eines Traktors oder so. Kostet dann nicht mehr 100, kostet dann nicht mehr 60.000, sondern dann 100.000 oder so ein Scheiß. Das war jetzt mal so ein grobes Beispiel. Das wird mir jetzt zu eng. Einfach querbeet hier. Ist doch eh egal, interessiert eh keinen hier, wie du das Scheißfeld anpflanzen tust. Ich bin Drecker. Ich bin Bauer. Ich bin Bauerfreak. Sitze auf meinem Traktor und bretter durch die Felder. Moin! Ich kann auch, wenn ihr möchtet, noch später mal dann euch ein paar andere Maps zeigen. Wenn ihr möchtet, also wie ihr schon in Part 1 gesehen habt, habe ich halt ein paar Maps runtergeladen und die können wir ja auch mal let's playen, wenn ihr. Sagt es mir ganz einfach, schreibt es mir als Kommentar oder schreibt es mir als PN. Am besten wäre Kommentar, ist mir eigentlich egal, müsst ihr wissen. Und sag's mir ganz einfach, ob ihr das mal sehen möchtet.
Weil die Map hat ja hier jeder. Und in dem Forum von dem Spiel hier gibt es also zigtausend Maps aller verschiedenen Arten. Und da was rauszufinden, ist dann schwierig. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich irgendwas mal gefunden habe, was mich anspricht. Und ja. So. Wir haben fertig getreckert. Gesäert. Ach, scheiß drauf. Gesäert. Wir bringen das Ding wieder da, wo wir es her haben. Ach, scheiß drauf. Was geht's hier? So. Ich begebe mich auf Flaschensuche. Ich weiß also ungefähr, wo schon mal welche sind. Hier ist schon mal die erste. Blub. Sowas ist mir natürlich auch wichtig, dass man in einem Let's Play auch solche Sachen herausfinden tut und euch natürlich zeigt. Hier könnt ihr noch ein bisschen die Landschaft bewundern. Ist hier vielleicht noch mal irgendwas? Ja, wusste es doch. Flasche Nummer 2. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier jetzt hier schon die ganzen Flaschen finde. Ganz einfach, auf meinem alten Kanal hätte ich das, glaube ich, schon mal gezeigt gehabt. Ja, es ist jetzt nichts Neues, aber ich meine, ihr werdet auch schon ein paar Stellen kennen, wo ihr Flaschen findet. Ich kenne so einige Orte, aber das muss ich jetzt euch nicht alles zeigen, weil außerdem reicht auch gar nicht die Länge. Ich weiß jetzt eh schon gar nicht mehr, wie lange wir jetzt eigentlich schon aufnehmen. Und ach, so als Abschied. Guck, da ist noch eine Flasche. War da nicht gerade eine? Ich hab auch schon. War los. Naja, egal. Ups. Ich geh baden. Komm, renn schneller, 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 schneller. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns in einem weiter im Part Nummer 3. Denkt dann an das Daumen hoch, Daumen runter, weiterleiten, kommentieren und ja, ich freue mich, was zu sagen. Macht's gut!